es ist das erste trinationale Gedenken gemeinsam mit der Tschechischen Republik, gemeinsam mit Oberösterreich. Und es ist ja hier in der Dreiländerstadt Passau wirklich ein besonderes Zeichen, dass man bei so einer unterschiedlichen Vergangenheit und so einer schwierigen Vergangenheit jetzt gemeinsam in die Zukunft blickt. Kommt dort bei Passau insbesondere dazu, dass sie eine ganz lange, jahrhundertelange gemeinsame Geschichte mit Bayern, Österreich und Tschechien teilt. Und vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten hat man den Blick nach vorn gerichtet. Es ist dringend nötig, durch solche Veranstaltungen darauf hinzuweisen, zu welchen Folgen es geführt hat, als extremistisches Denken die Oberhand in Europa bekam. Sich hier und heute zu erinnern, das heißt, gemeinsam die Helden zu ehren, die nicht zögerten, sich der nationalsozialistischen Macht entgegenzustellen. Deren Berichte und Schicksale sind das beste Beispiel für die junge Generation. Man sagt, es ist so lange weg, es hat keinen Bezug mehr zu uns. Und das ist eben genau diese Falle, die man nicht haben sollte. Es ist eben weit weg, aber wir haben immer noch einen Bezug dazu. Ich habe auch eine Uroma im gleichen Alter, die damals Ähnliches durchmachen musste. Und deswegen ist das für mich auch persönlich sehr ergreifend.